Hallo, ihr lustigen Menschen da draußen und herzlich willkommen hier zurück in Fallout 4 mit mir, Mr. Merp, und seinen Hörproblemen und auch Gleichgewichtsproblemen, wie wir das letzte Mal ja feststellen durften. Zugegebenermaßen, ich war schon mit Gleichgewichtsproblemen heute Morgen aufgestanden und habe mich dann dazu entschlossen, nachdem ich dreimal auf dem Weg zum Kaffeeautomaten fast hingefallen bin und die Erde hatte nicht gewackelt. Es kam mir nur, nur so vor. Nicky Baby. Psst. Mal sehen, was ich tun kann. Warte. Ich bleibe dann mal hier. Bleib einfach mal da, genau. Das übernehmen wir an der Stelle hier. Das muss der Papa machen. Ich glaube, er hat auch überall noch Minen. Ja, ja, typisch. Typisch. Hat mich jetzt überhaupt nicht überrascht. Es würde mich überraschen, wenn es mal hier keine Minen gäbe. Oh, die sind aber aufmerksam. Da oben ist einer. Pier der Küstenwache. Ich möchte das irgendwie hinbekommen. Hier, du nicht lebend wegkommen. Jetzt greifen sie Nick an. Damit kann ich arbeiten. Nein! Lauf, Forrest, lauf! Da ist der böse, böse Bummmann hinter uns. Oh Gott. Hat er sich jetzt gesprengt? Hat er sich gesprengt? Was war das? Nein, das ist doch nicht wahr. Fehlt ihm jetzt ein Arm oder was ist da los? Boah, rennt der mit seiner blöden Atombombe und... Boah, ey... Ja, ich kriege immer zu viel, wenn diese Typen unterwegs sind. Nee, er läuft noch rum. Das ist der da hinten. Ich bin ein echter Fan von dem Gedanken, den als allererstes rauszunehmen. Ich speichere mal. Da kommen die Wauzis. Was nehme ich denn jetzt hier? Aha. Im Gebäude. Sind wir jetzt drin? Dann bin ich dafür, dass wir den jetzt einfach mal hier rausnehmen. Nummer 1. Hoffentlich hat das keiner bemerkt. Scheinbar nicht. Sehr gut. Ach. Sind wir mal kaltschnäuzig, oder? Einfach mal gleich mal looten und plündern. So. Ah! Geh auf! Nein, nicht abbrechen! Du sollst aufgehen. Ach komm schon, jetzt endlich. Oder? Jawohl. Nee, 10mm Pistole brauchen wir nicht. Aber wir nehmen die Munition und das Geld. Da ist er. Unser Freund und Kupferstecher. Und erwischt. Das war wichtig. Hat das jemand gesehen? Scheint so. Da fliegen jetzt Handgranaten zu uns. Hör auf! Aber hat anscheinend nur der gesehen, die Hunde kommen nicht. Schon Angst? Sie möchte das looten, dankeschön. Jetzt komme ich zu dir hoch. Warum kann ich gerade eben nicht zuschlagen? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, ich konnte gerade eben nicht zuschlagen. Ja, ja, die kleine Schleichratte tut gerade Dinge. Dir und deinen Leuten definitiv nicht gefallen dürfte. So. Munition. Du da sein, nicht verstecken. Eine Küstenwachenmütze. Ach, wie süß. Und Matrose. Oh, da kommt er ja. Wieselige Menschen. Wieselig. Jemand da.
Und... von da unten, ne? Das ist der Ultraschallschlag. Ist das geil. Ist das geil. Einfach mal so, ne? So aus 5 Meter Entfernung mit dem Baseballschläger. Ich glaube, ich habe einen Baseball hochgeworfen und hat pop, ihn direkt ins Gesicht geschmettert. Irgendetwas beschwert sich jetzt, dass es mich gesehen hätte. Ich glaube, das ist... diese komische Überwachungsdingens da. Wo ist denn das Teil? Hallo? Pistole? So, der ist tot. Da ist die Lampe. So, erledigt. So viel dazu. Ging doch, war doch gar nicht so schwer. Naja, bis auf den Moment mit dem Atombomben-Charlie schon. Eieieiei. Jetzt holen wir mal ganz schnell Nick. Und sagen, dass die Luft sowas ähnliches wie rein ist. Also ich meine, es stinkt immer noch, weil die ja Supermutanten gewohnt haben. Aber man kann sich jetzt wieder hier einigermaßen frei bewegen. Radio Trinity Tower Signal verloren. Ich muss echt mal... Also mir wurde ja empfohlen, ich soll mal das Radio Trinity Tower Signal anmachen. Das Einzige, was ich wegen Urheberrechtsverletzungen nicht anmachen sollte, sind halt quasi dieses klassische Radio und das Diamond City Radio. Alle anderen könnte ich eigentlich getrost anschalten, damit ich dann irgendwelche Quests freigeschaltet bekomme. Jetzt frage ich mich, wo ist Nick? Wo haben wir Nick zurückgelassen? Das war doch dann tendenziell eher in der Richtung, oder? Ah, da ist er doch. Da ist er doch. Ich glaube, jetzt einfach mal drauf zu. Da ist er. Sehr gut. Psst. Rede weiter. Los geht's. Gern doch. Komm mit, mein Freund. So, und jetzt können wir uns dann mal umschauen. Ich glaube, ich war da unten ja schon in einem Raum. Das sah schon so ein bisschen Asservaten-Knastkammermäßig aus. Das könnte vielleicht sogar schon der richtige Raum gewesen sein. Huch. Nichts. Schade. Ah, jetzt haben wir hier wieder... Jetzt haben wir gerade eben Radio Trinity Tower gefunden. Jetzt machen wir es einfach mal an. Einfach mal anmachen. Ist im Trinity Tower gefangen und es hat sofort eine Quest getriggert. Das sollten wir uns in absehbarer Zeit mal anschauen. Auch mit Betonung auf absehbare Zeit. So, jetzt haben wir das hier uns angeschaut. Die Lampe will ich noch mitnehmen. Die hat mir gefallen. Die passt zu Hause zu meinem Vorhang. So, es gibt hier noch mehr Orte. Der Turm hier. Oh Gott, es gibt hier echt einiges. Die haben sich ja gut eingerichtet. Die Supermutanten. Muss man ihnen lassen. Sie haben keinen Geschmack, aber sie... Hi. Moment. Waffenauswahl. Und... aber sie... Die Frage ist, wer war gerade mehr überrascht? Ich stand gerade eben vor dem Typen und denke mir so... Was? Wieso? Warum lebst du doch? Okay, einfach ignorieren und weitergehen, ne? Winken, ignorieren und weitergehen. So in der Reihenfolge ungefähr. Ich schaue jetzt doch nochmal ein bisschen vorsichtiger hier rein, denn man weiß ja jetzt doch nicht, ob da jetzt nicht noch irgendwelche bösen Überraschungen jetzt in diesen Dingern lauern. Also hier könnten wir jetzt eine... Oh, provisorische Batterien sind immer gut. Da ist Säure drin, da ist alles mögliche drin. Ich glaube, jetzt müssen wir da rein. Können wir da drüben noch rein? Die Tür öffnen vielleicht?
Versuch ist es wert. Ja, kann man knacken. Cool. Schiebetür knacken. Knack, knack. Und gleich geschafft. Cool. Das Ding war fallengesichert. Da hat irgendetwas geschossen. Impro-Revolver. Okay, das hat... Oh, jede Menge Benzinkanister. Du trägst zu viel. Ja, das braucht uns nicht mehr zu kümmern. Wir haben ja jetzt den starken Rücken. Da drüben ist noch ein bisschen Superkleber. Jede Menge Benzol. Benzinbenzol. Das mag ich wohl. Malpinsel. Rüstungswerkbank. Okay. Dann gucken wir uns mal jetzt hier die Terminals an. Ah, jetzt schnaufen wir ganz schön, wenn wir überladen sind. Ich sehe schon. Wir sollten vielleicht Nick doch mal ein paar Dinge abgeben. Ich mache das mal schnell, Leute. Wie sieht der Plan aus? Und schon fertig. Ich habe im Grunde meinen gesamten Schrott gegeben. Mehr muss ich auch gar nicht hergeben. Haben wir schon wieder über 100 frei. Kommen wir da irgendwie rein? Experte. Das sollten wir trotzdem geknackt bekommen. Ich muss die richtige Stelle finden. Bis jetzt habe ich sie noch nicht gefunden. Na? Okay, wo ist jetzt hier... Da. Auch nur ansatzweise die richtige Stelle. Und wir stehen schon wieder so halb kurz vor dem... Oh! Unglaublich überwältigende Geschichten. Du fasst Brust 5% Schaden mit Waffen mit Zielfernrohr. Cool. Wir haben eine weitere Ausgabe gefunden. Noch mehr Schaden mit Sniper Rifles. Oh Gott, Expertenterminal. Jetzt gucken wir erstmal, was hier ist. Küstenwache, Zellenterminal. Winters. Noch andere Sachen. Türfernsteuerung. Erstmal. Na, komm schon. Eddie Winter, Holobahn 3, Polizeirevier Quincy, da waren wir ja schon. Natick waren wir schon, Commonwealth Küstenwache. Ich glaube, wir sollten so langsam aber sicher alles haben, oder? Halt, Moment, da war doch irgendwas mit Türensteuerung. Türenfernsteuerung. Ach, Tür schließen, das war die, die wir geknackt haben. Ja, Nicky Baby, dann... Hey, kannst du das Terminal entsperren? Schon erledigt. Tu das mal bitte, denn es sieht irgendwie interessant aus, was da drin ist. Oh, wir können uns partiell bedienen. Was boah. Ist das? Amateur hat... Oh. Oh, das ist clever. Aber wenn ich... Ich komme hier an den Safe ran, Leute. Ich komme hier an den Safe ran. Was man nicht alles tut, wenn man gerade eben nichts Besseres zu tun hat, außer warten. Chat, Plasmamine, Rattengift, Splittergranate, noch ein weiterer Stealth-Boy. Na schön. Versuchen wir es eben auf andere Weise. Na? Er gehört dir. Sehr gut. Dann lassen Sie mich mal ran. Und dann machen wir hier mal... Uff. Sicherheitstür öffnen. Und hinein in die gute Stube. Sauberer weißer Teller ist das Erste, was mich anlacht hier. Ist klar. Impro-Repetiergewehr. Bourbon. Aha. Jede Menge Drogen, die sie wohl beschlagnahmt haben. Schrotpatronen, 30 Stück jeweils. Wahnsinn! Ey, das ist ja voll das Munitionsparadies. Aber wo sind die Informationen über... Eddie Winter? Leuchtet mir momentan gerade eben nicht ganz ein, wo die sein sollen. Vielleicht sind sie doch nicht hier in diesem Gebiet. Cool. Also ich meine jetzt nicht unbedingt hier... Hier unten drin nochmal umschauen. Nicht, dass sie irgendwo auf dem Boden rumliegt und ich sehe sie nicht. Ich nehme mal das hier noch mit für Keramik. Nee. Dann wird es wohl irgendwo hier draußen sein müssen, im restlichen Gebäude. Rettungsring. Nehme ich mal mit, weil es hätte ja sein können, dass was runterliegt oder so ein Quatsch. 10mm Pistole. Rotes Kleid. Warum haben die ein rotes Kleid im Spind? Ja, okay, es gibt natürlich auch Frauen, die da arbeiten. Die wird sich umgezogen haben für einen Dienst. Das halte ich für eine Möglichkeit, aber... Wo ist das Holoband? Ich bin so blöd! Das liegt hier rum!
Total übersehen. Nachricht an Claire Posinski. Es ist an der Zeit, über einen Urlaub nachzudenken. Wir klingen 6 Wochen in Irland. Dublin, Galway Bay, Waterford. Vielleicht eine Woche in der kleinen Herberge in Kilkenny. Und keine Sorge, wir müssen meinen Cousin Stephen nicht mitnehmen. Soll er doch allein aus dem Land flüchten. Ich habe ihm gesagt, er soll den Bullen bedrohen, nicht mit einer Schrotflinte den Kopf wegblasen. Von mir aus kann er in der verlassenen Fischerei am Union Wharf verrotten. Liebe dich. Eddie Winter, Ende der Aufnahme. Habe ich das richtig gehört? 2 Wochen Urlaub wollte der... dann ist es wohl eine 2. Und eine 1 hat er auch nochmal erwähnt. Ach Gott, das wird alles so tricky, sage ich euch. Gut, jetzt ist die letzte Frage. Uns fehlen jetzt noch 2 von diesen Holobändern. Die Frage ist, wo wir die finden. Müssen mal gucken, ob wir irgendwo noch eine Polizei... Ja doch, es gab noch mindestens eine Polizeistation, die wir noch nicht... Genau die hier. Sheriff-Dienststelle Nahant. Ich scroll mal so weit raus, wie geht. Aber ansonsten... Ich glaube, wir müssen jetzt echt mal dahin. Da gehen wir am besten über Country Crossing hin. Oder nee, Moment. Dann wird Sporos und dann nach Süden ist wahrscheinlich das Beste. Und wir sind da. Gut, nach Süden hat es geheißen. Müssen wir jetzt als allererstes. Ups. Wer schleicht denn da rum um diese Nachtstunde? Was seid denn ihr für Gestalten? Das sind wahrscheinlich die Dunwich Borough-Leute, die respawned sind, ne? Ich glaube, alle 48 Stunden gibt es Respawns. In dem Spiel hier. Wo ist Nick? Nick ist gerade nicht da, Mann. Doch, da hinten ist er. So, einfach mal weiterschleichen. Bei der Gelegenheit können wir natürlich jetzt hier uns auch nochmal ein bisschen umschauen. Vielleicht finden wir ja noch, da drüben ist eine Fabrikanlage. Da scheint irgendwie so eine Art Wohnwagen zu sein. Was ist denn das? Ein Leuchtturm ist da links zu sehen. Und ein Nuklearzeichen. Jetzt werde ich natürlich schon ein bisschen neugierig. Und möchte da irgendwie halbwegs gerne wissen, was das ist. Oh. Ein hässliches Stechflügelvieh. Nein, ich möchte das nicht mit dem lauten Bum-Bum-Teil machen. Ich möchte das mit dem leisen Bum-Bum-Teil machen. So, sehr gut. Irgendwie finde ich mit der Waffe zu zielen nicht so einfach. Man sollte das Zeug wohl nicht verkommen lassen. Über lang oder kurz müssen wir dann doch nochmal... Also, ja gut, die normalen Waffen-Upgrades... Also, die für die Pistolen sind ja tatsächlich nicht in diesem... Die sind ja in dem Intelligenz-Tree drin, ne? Und das ist so... Wird schwierig werden, die Waffe auf einem besseren Zielfernrohr auszustatten. Eine Bushaltestelle. Da wird wohl... Oh. Blasky. Atombunker für kleines Geld. Warum? Ein Schutzhelm. Und er fällt um. Warum? Und was ist das hier? Das sieht so aus wie so ein Bunker oder sowas. Oder wie eine Toilette. Ja, eine öffentliche Toilette, die mal jemand als... Schlafplatz genutzt hat. Ziemlich abgerissen hier. Man könnte auch sagen, abgewrackt. Und hier... Nix mehr. Okay. Kann ich die Tür schließen? Tatsache. Oder so ähnlich, also... Es ist dann so halb geschlossen. Moment, muss mich kurz mal räuspern, Entschuldigung. So. Und weiter geht's im Text. Da, da, da. Was ist denn das da oben? Es sieht bewohnt aus. Da will ich hin. Es könnte spannend sein, was da oben zu finden ist. Es gibt hier auf jeden Fall schon mal Laserlichter am Boden. Das deutet darauf hin, dass der Eigentümer... Ah, dann wäre wohl das hier losgegangen. Dass der Eigentümer hier nicht unbedingt so sehr auf Besuch steht. Aber mit unserem Besuch muss er sich abfinden. Ich bezweifle, dass er uns davon abhalten kann, hochzukommen. Da ist ja nochmal so ein Laserteil. Wieder so ein Test, so ein Tesla-Spulen-Dingens.
Ein abgewrackter LKW. Noch eine Mine. Kingsport Leuchtturm. Kind des Atompredigers. Aha. Und ist böse. Das muss heute nicht dein Todestag sein. Huch, was war denn das? Kind des Atoms und wir sind in Gefahr. Den Ketzer. Atom sieht alle Ketzer. Du kannst dich nicht verstecken. Atom sieht alle Ketzer. Oh! Wow! Der Red! Der Red! Der Red! Holy shit! Was ist das? Was? Was war denn das gerade? Ach du Kacke. Das machen wir anders. Nicht sonderlich. Lebt ja noch. Kumpel. Die ist noch da. Jetzt ist sie weg. Da oben ist jemand. Die haben ja echt eine üble Waffe. Was war das? Kind des Atompredigers. Oh Gott. Ja, aber wirklich. Oh Gott, ich habe mal natürlich nicht getroffen. Wir müssen das anders machen. Okay, ich komme an beide ran. Und 1, 2, 3. Nummer 1 ist weg. Nummer 2 lebt noch und ist jetzt tot. Level up! Wow! Wow, 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 wow. Lassen Sie das, lassen Sie das. Das ist ja überhaupt... Boah, die Waffe ist ja voll heftig. Was ist denn das? Irgendwie so eine Gammastrahlenwaffe. Hab mich ganz schön erwischt. Ruf! Und nochmal! Es lebt noch! Oh Gott, die schießen immer noch mit diesen Gamma-Scheiß-Dingern auf uns. Und die treffen auch! Wow! Okay, ich habe selten in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass mir noch irgendetwas wirklich saumäßig gefährlich werden kann, aber das ist hart! Boah! Weil die ignorieren halt unsere Rüstung. Strahlung widerstehen und Red Away und dann gleich noch ein Stimpack hinterher. Ach du Scheibenkleister. Das sind aber mehrere noch. Du musst das nicht tun, wir haben sie verloren. Ich schieße total daneben. Kind des Atoms, Wiedergeburt. Ist natürlich klar, das Ding hat Totenkopf-Level für uns. Na? Boah, der hält ganz schön was aus. Der ist vom Level her total über. Er weiß nicht exakt, wo wir sind. Er kann nur raten. Schlechte Idee. Eieiei. Naja, Wiedergeburt kann man ja auch einfach mal wieder zur Hölle schicken, ne? Ist ja... Wiedergeboren wird überbewertet, sagen wir ja, es mal so. Wenn es nicht anders geht. Das ist total überbewertet. Einfach mal das Bein wegschießen. Gleich ist er weg. So, der Wiedergeborene ist beim Teufel. Das ist der letzte gleich. Wie denkst du denn, dass das läuft? Und einer noch, da oben. Ja, erledigt. Also nicht, dass das eine Option wäre. Und wo ist jetzt die letzte Person? Wir wollen versuchen, um deinem Leid ein Ende zu bereiten. Da unten. Atom sieht alle Ketzer. Du kannst dich nicht verstecken. Gamma-Kanone?
Da unten ist er. Hier sind sogar noch zwei. Stimmt mich jetzt nicht unbedingt gerade eben zum Jubilieren. Okay, den haben wir erwischt, auf, oder sie besser gesagt, mit einem Schuss. Boah, was sind denn das für Viecher, ey? Kinder des Atoms. Ja, nee, ist klar. Vor dem Ruhmatoms nicht verstecken. Oh. Da draußen ist was. Ach du Kacke. Bist einer der verderbten Ketten. Nee, nee, so verderbt bin ich gar nicht, wie du denkst. Zack! So, mein lieber Freund und Kupferstecher. Das war's mit dir. Nützt ihm ja jetzt nicht mehr viel. Gamma-Patrone. Gleich mal speichern und mal umschauen. Der ist da hochgekommen. Boah! Ey, wie die mich fertig gemacht haben gleich am Anfang. Das war ja krass. Kurze braune Lumpen des, von Kind des Atoms. Ich hätte ja gerne mit denen geredet, aber wenn die mir gleich von Anfang an als Aggro angezeigt werden, dann hat sich das für mich auch erledigt. Gamma-Kanone. Da haben wir noch mehr von denen liegen lassen. Genau, noch mehr ja von denen. Kann man das aufmachen? Nein, kann man nicht. Schauen wir uns mal das Haus hier an. Ich glaube, die sind da, weil hier in der Nähe irgendwas mit diesem komischen Atomzeichen ist, ne? Diesem Radioaktiv-Symbol. Aber was wollen die denn genau hier? Ist ja schräg. Da liegt nochmal ein Toter. Das war mal ein Verkäufer. Na toll, und ihr habt ihn umgebracht, ihr Deppen. Großartig. Was auch immer der verkauft hatte, er hatte auf jeden Fall einen Safe. Und den nehme ich doch gerne mal, oder besser gesagt, seinen Inhalt gerne mal an mich. Er hat auf jeden Fall eine gute Alkoholauswahl. Was ist denn das? Kristalldickenleder, okay. Noch nie zuvor gesehen und das Terminal ist nicht zu knacken, aber was sagt es denn? Das Leuchtfeuer. Karte aktualisiert. Wir wurden von unseren Brüdern und Schwestern am Krater damit beauftragt, am Krater, aha, andere zum Leuchten des Atoms zu führen. Wir haben jene mitgenommen, die stark mit Atomsgabe gesegnet wurden, auf dass sie auf diesem Turm als Leuchtfeuer dienen. Ihr Licht wird die Gläubigen anlocken. Sie werden am Turm beten und ihre Pilgerreise zum Krater fortsetzen. Gepriesen sei Atom. Ketzer. Scheinbar hat das Leuchtfeuer auch Ketzer angezogen. Wir müssen ihnen die Herrlichkeit Atoms zeigen. Jene, die sich uns nicht anschließen, müssen gereinigt werden. Dann können wir sie dazu verwenden, die Gesegneten im Turm zu füttern. Was? Die Gesegneten im Turm zu füttern? Ist das eine Andeutung für Kannibalismus oder wie? Hey, denkst du, das könntest du gebrauchen? Na? So. Komischerweise galt das jetzt als Diebstahl. Das hier zu knacken. Schräg genug. Ach, jetzt geht doch mal aus dem Weg, Nick. Niki, du bist manchmal schon schräg im Weg. Klo, nix los. Ja, also irgendwie ist vielleicht noch der Turm wichtig. Von dem hatten sie es ja auch gerade eben so saubärig. Ach, du ahnst es nicht. Du musst die Gegner dagegen ausschalten. Das hier ist ein potenzielles. Ein potenzielles Gebiet für. Wie heißt's? Siedler. Das ist ein Siedlungsgebiet. Die Frage ist, wo ist der letzte Gegner innerhalb des Gebiets? Ist er da oben? Ist er da unten? Okay, also der ist auf jeden Fall schon mal kein Gegner mehr. Kind des Atoms Wiedergeburt. Oh, Power-Rüstung. Ist auch so eine Raider-Power-Rüstung, oder? Ja. Zumindest ein Teil von der Power-Rüstung ist es. Gibt es ja sonst noch irgendwas oder irgendwen? Es geht noch weiter hoch. Wie kann es hier draußen einen solchen Ort? Ah,
zieh den Riegel zurück. Oh Gott. Den füttern die also. Zack. Dafür benutzt man dann doch besser einen Crit. Noch ein Verkäufer. Gott. Ein Leuchtender als Licht für einen Leuchtturm. Das ist auf jeden Fall eine kreative Variante. Wir müssen echt noch über deine Form von Kreativität sprechen. Oder das, was du darunter verstehst. Oh Gott. Okay, ich glaube, wir haben jetzt hier alles erledigt. In diesem Gebiet hier. Hey, also diese Kinder des Atoms. Was verstehen die eigentlich unter jemandem, die Herrlichkeit Atoms zeigen? Im Grunde alle nur umbringen? Wie haben die dann überhaupt ihre Organisation gegründet? Wahrscheinlich beten die auch Ghule an. Gucken wir mal, wie es hier aussieht. Was? Wie weit geht das Gebiet hier? Man weiß es nicht. Ich mache nur ganz, ganz kurz hier so ein paar Sachen. Ich möchte einfach nur gucken, ob ich hier ein Ding stellen kann. So ein, wie heißt's? Genau, sowas hier. Kann ich das stellen? Es fehlt etwas Kupfer und etwas Keramik und etwas Gummi. Naja, das kriegen wir vielleicht noch hin. Kupfer, Keramik, Gummi. Sollte jetzt nichts sein, was allzu schwer ist aufzutreiben. Da ist doch schon mal Gummi. Können die sich ja schon mal eine Bude bauen, die Leute, ne? Gummi haben wir inzwischen. Keramik sollte ja eigentlich auch kein Problem sein. Das ist wahrscheinlich irgendwie einfach nur eine Tasse. Irgendeine Tasse. Ja, den kann man gar nicht kaputt machen. Da dürfte Kupfer drin sein. Nee. Komisch. Schade. Ja, ist das Ding auch weg. Ist auch aufgeräumt. Passt schon. Plastikasbest. Ne. Wir werden doch hier wohl irgendwie... Kann man diese Lichter hier noch abbauen? Nee, kann man nicht. Die leuchten einfach nur. Die sind einfach da. Und jetzt hier oben? War ja auch nicht so viel. Ach, shit, Leute. Gut, dann lassen wir das halt einfach an der Stelle. Muss ich später hier nochmal zurückkommen. Wir wollen ja weitergehen. Genau, jetzt folgen wir einfach hier der Küstenstraße. Das war ja der eigentliche Grund. Ich wollte ja eigentlich nur zur Küste und gucken, was es hier noch so Spannendes gibt. Wir gucken nochmal ganz kurz hier runter, dass wir auch ja nichts übersehen haben. Bei dem Gebäude hier. Oh, mir fällt gerade eben ein, wir haben was übersehen. Aber nicht hier. Bei der Küstenwache. Habe ich einfach nicht mehr dran gedacht. Ja, hier gibt es, glaube ich, noch Zeug, was man definitiv... Die haben ein Lager angelegt. Und zwar ist da direkt da vor dem vor der Küstenwache ist ein Boot im Meer versunken oder im Fluss. Was bist denn du? Hässlichste tote Delfin, den ich je gesehen habe, oder? Delfin, das sieht nicht aus wie ein Hai. Haie haben nicht solche langen Schnauzen. Jede Menge tote Tiere, die an Land gespült worden sind. Na, eigentlich sollten wir uns auch noch dieses Boot anschauen. Wenn ich gerade eben schon davon rede, dass wir ein Boot übersehen haben, das da direkt davor im Wasser ist. So. Gibt's hier irgendwas Cooles? Ja, immerhin ein Tresor. Und den kriegen wir auch fast auf Anhieb auf. Wie schön. Ach komm, nehmen wir einfach alles. Wir haben angefangen, alles zu nehmen, dann können wir auch aufhören, also fortführen mit allem zu nehmen. Oh, den haben wir jetzt... Den hätten wir übersehen, wenn wir den jetzt hier nicht, ne? Hat irgendwie seinen Kopf verloren. Meine Güte. Die Qualität der Menschen heutzutage ist echt nicht mehr besonders hoch. Die verlieren einfach so ihren Kopf. So, ich will es euch aber ganz, ganz kurz zeigen, Leute. Oh, was ist denn das? Museum der Hexerei ist ganz in der Nähe, okay. Ne, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz hier hin, weil ich da, wie gesagt, etwas vergessen habe, euch zu zeigen. So, da sind wir auch schon. Die Sache, die... Oh. Also das wollte ich euch nicht zeigen, aber das war jetzt sozusagen im Preis mit inbegriffen. Da drüben im Wasser, da befindet sich etwas und da werden wir jetzt auch gleich reingehen. Ich werde, weil das Wasser ja jetzt nicht unbedingt das Netteste ist,
was Strahlung angeht. Und ich gerade eben genug Strahlung hatte. Ich hatte gerade eben genug Strahlung. Ziehe ich das hier an. eigentlich müssten wir dadurch auch unendlich Luft haben. Aber, das ist etwas, das habe ich bei meinem eigenen Playthrough gefunden. Und zwar das da. Man sollte erstmal meinen, da ist nichts Besonderes. Aber, oh, irrt euch da mal nicht. Wir gehen einfach mal rein. So, denn hier befand sich irgendetwas. Ich weiß bloß nicht mehr was. Man muss es halt finden. Kann auch sein, dass es hier im Schiffsrumpf war. Ich hatte da irgendetwas gefunden gehabt, als ich da zum ersten Mal da war. Licht an. Ah ja, genau. Passwort, genau. Hier, Passwort für die US-Zellenwache und ein Fusionskern. Küstenwachenmütze. Also da wäre auch das Passwort drin gewesen, Leute. Und jetzt... Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum wir beinahe ertrinken, wenn wir einen Chemikalienschutzanzug tragen. Aber egal. Da ist das Passwort und ein Fusionskern drin. Lohnt sich also definitiv, sich das hier zu geben. Ach, jetzt sehe ich, warum da drüben noch was rummeckert. Stirb. Blödes Teil. Kronkorken, Blutkäferrüssel. So. Also, falls ihr selber nicht Nick Valentine dabei habt oder ihn nicht mögt oder sonst irgendwie, könnt ihr so auch hier reinkommen. Ihr müsst bloß das verdammte Passwort finden. So, zurück hierhin. So, dann ziehen wir uns mal ganz, ganz schnell mal hier wieder eine Runde den Grognack an. Und auch die ganzen anderen Sachen, die wir normalerweise ja tragen. Kommandohelm. Und den Champion. Und mir fällt ein, wir haben ein Level-Up schon wieder. Dinge, die ich immer wieder vergesse. Wo war's denn, der Critical Banker? Ach, den haben wir ja noch gar nicht. Den haben wir ja noch gar nicht zur Auswahl. Hm. Gut zu wissen. Gut zu wissen, aber wir haben andere Dinge, die wir tun können. Hier zum Beispiel blutiger Tod. Sorgt dafür, dass die Gegner manchmal explodieren und Schaden verursachen und irgendetwas. Und ich glaube, es macht sogar noch mehr Schaden. Genau, du verursachst jetzt 10% mehr Schaden im Kampf. Das ist eine ziemlich nette Angelegenheit. Was ist denn das hier nochmal? Aufmerksamkeit. Kenne die Schwachpunkte deiner Feinde. Aha, aha. Brauchen wir aber, glaube ich, mit ihm hier nicht so wirklich. Action Boy. 25% schnellere Action-Punkte-Regeneration. Halte ich jetzt auch nicht unbedingt für so unbedingt notwendig. Wollen wir die Rüstung weiter verbessern? Du hältst Zugang zu Rüstung. Ja, ich glaube, wir machen erstmal das da. Haben wir nochmal ein bisschen bessere Rüstungsmöglichkeiten. Und jetzt folgen wir dem Weg da runterwärts. Das schauen wir uns auch noch schnell an. Außerdem rennen wir mal. Jetzt hier so am Ende der Folge, dass wir das Gefühl haben, wir erreichen noch irgendwas. Okay, ich meine, wir haben ja immerhin schon mal was erreicht. Oh, eine Möwe. Gibt tatsächlich nur friedliche Tiere in dieser Welt. So, was ist denn das jetzt hier schon wieder? Von Poseidon-Teil oder wie? Ich nehme mal an, dass es schon wieder irgendwas von Poseidon ist. Das ist ein Longneck Lukovix Konservenfabrik. Aha. Oh. Nein, nicht schon wieder. Diese Folge hört auf, wie sie angefangen hat. Hast du was auf dem Herzen? Warte. Ich bleibe dann mal hier. Die hört auf, wie sie angefangen hat, mit einem ganz bösen, atomaren Supermutanten. Wo ist er? Hallo? Der ist noch weit um die Ecke gelaufen. Ach, nee. Komm schon, dich kriege ich doch wohl hoffentlich, bevor du mich kriegst. Ach du Scheibenkleister. Okay, das wird eine krassere Nummer, liebe Leute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Die nächste Folge, in dem Fall fängt die nächste Folge an wie diese. Mit einem Supermutanten, der eine Mini-Atombombe in der Hand hält und sie uns dringend, ja, schenken will. Macht's gut, bis dann. Tschüss und ade.